Yay! Mario! Mario! Sag mal, hast du das gerade gefressen? Sag mal, spinnst du? Warum schleichst du hier eigentlich so an der Wand lang? Brauchst mich gar nicht so anzugucken. Ah, so. Oh, das haben wir, glaube ich, alles unten in die Kiste geschmissen, in die Müllkiste. Hallo, Häschen. Gucken wir mal unten in der Müllkiste nach. Hier, guck mal hier, da haben wir nämlich hier, dann haben wir nämlich hier, und dann haben wir nämlich hier. Und dann machen wir nämlich hier mal irgendwie zack. Nochmal ein paar hiervon. Na komm, alles. Und dann machen wir hier nämlich schön mit dem Rest machen wir Slabs. So, ups, und der letzte auch noch. Im Zweifelsfall können wir sie wieder zurückbauen, also von daher alles gut. So, dann holen wir hier mal die nach oben. Wir werden definitiv zu wenig Treppen haben. Wir werden wahrscheinlich immer noch zu wenig Träger haben. 69, nice. So. Treppe. 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 So. So. Gut, dann wären wir schon mal einmal rum. Dann machen wir hier innen auch noch mal einmal rum. Scheißegal, wir bauen die jetzt einfach so hin, wie es passt, und dann passt das dann schon. So. So und so und so. So und so und so. So und so und so. So und hier und da und dann schnell mal ein Häppchen essen. Gleich schon wieder Treppen machen. Also das hat definitiv nicht gereicht. Haben wir noch Steine unten? So, gleich nochmal wieder welche brennen. So, wie gut ich mich verschätzen kann, oder? Zack, zack, zack. Weil, ist so. Dann machen wir nämlich erst die Treppen und dann machen wir gleich noch die anderen Treppen. Und da brauchen wir dann die sogar die vierfache Menge von. Beziehungsweise nicht die vierfache, aber da brauchen wir halt auch dann eben für jede Ecke eben ein und so brauchen wir für jede Kante hier ein. Das heißt, wir brauchen da dann auch genauso viel Treppen. Über die Ecke, wie wir jetzt für den normalen Treppen brauchen. So, guck mal hier, 24. Zap, zap, Junge. Da haben wir auch noch mal ein paar.
Und dann haben wir genau immer noch diese Mitteldinger hier. Ups. So. Die Treppen, die haben auf jeden Fall gereicht. Das ist ganz schön. Das passt mir wunderbar. So. 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 ja, sind alle durch soweit. Das ist okay. Das heißt, hier können wir wieder Dings draus machen und dann können wir nämlich gleich mal gucken. Dass wir ein paar Ecktreppen machen. Die ging doch so, ne? Genau. Und dann müssen wir Ecktreppen setzen jetzt hier. Wir müssen die so setzen, glaube ich. Nee, natürlich nicht. Gut, dann, ja, zack, 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 zack. Weil die ja immer mit der Ecke speziell sich so ausrichten. Und die anderen müssen wir dann gleich aus einem anderen Winkel setzen. Gut, dann machen wir hier direkt weiter, genau. Das läuft doch wie am Schnürchen. Es ist halt nicht so viel zu erzählen währenddessen. Es ist ja einfach nur Plock. Block, 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 Block. Ne, weißt du Bescheid. Aber dann haben wir das auf jeden Fall durch und dann können wir gleich mal gucken, wie das dann bei Nacht aussieht, wenn wir fertig sind und dann... Ach, wir müssen auch noch Steine reinlegen gleich. Beziehungsweise Slabs. So, hier kommen wir so. Ne, machen wir andersrum, okay. Also. So, und so. Und, es wird eh nicht reichen. Mit denen kann man auch die so nicht bauen, ne? Nee. Jo. Eins, zwei, drei, vier. Ich weiß gar nicht, ob das so günstiger ist oder ob man das anders machen sollte. Wir machen es einfach so. Wie gesagt, es wird eh nicht reichen, aber wir verbrauchen das Material einfach mal ganz sinnvoll. So. Ich glaube, damit haben wir alles verbraten, was wir verbraten können. Mit den drei kriegen wir da, glaube ich, nichts mehr hin. Und es hat zum Vollenden der Reihe gereicht. Das ist auch schön. Wir haben ja noch ein paar Reihen vor uns. So, aber die äußeren sind auf jeden Fall schon mal... Ja, es wird langsam. Es wird langsam, ne? Also... Ei, au.
machen. Ja, und noch Treppen. Da haben wir noch Slabs und wir können uns wieder Cobblestone machen und wir haben auch hiervon noch. Na, wir gucken mal. So. So, und so. Und so. Vier, ja, gucken wir gleich mal. Hier. Mehr Ecktreppen. Und zwei kriegen wir zurück. Naja, da kann man eine zumindest noch mehr draus machen. Das ist auch okay. So, zack, 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 zack. Ups. So. Dann haben wir nochmal wieder welche. Und weiter geht's. Nichts wie hin zur Baumfarm. Ja, jetzt kommst du angeschissen, ne? Ja, juti, dann... Da hinten waren wir stehen geblieben. Beziehungsweise wollten wir jetzt wahrscheinlich hier irgendwie die Innenseite mal angehen, ne? Hier war durch. Hier war durch, das heißt... Genau, hier, da an die... Och. Ach, man bleibt immer hängen. Ah, okay, das weg. Jetzt haben wir diese hier. Oh, hier fehlt tatsächlich noch alles. Ja, nice. Dann machen wir erstmal diese hier fertig und dann gucken wir gleich mal. So, machen wir die durch. Dann haben wir diese hier. Ja, komm. Reicht ja vielleicht sogar doch, ne? Nee, wird nicht reichen. Obwohl. Ah, wir haben die ganze Reihe hier noch. Hm. Doch, aber 10 Stück reichen doch, ne? Hä? Ach da. So. So, okay, 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 passt auch, 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 hier ist auch, guck mal, hier fehlt noch eine Treppe. Passt, 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 passt nicht. Ups, so, passt. 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 Ah, scheiße, reicht nicht. Kacke, kacke. Es reicht um einen nicht, ne? Ne, um zwei nicht. Naja gut, zwei und eine Treppe. Das bedeutet, es hilft alles nichts. Wir müssen nochmal wieder hin. Wir müssen da eh noch welche holen, weil wir noch Slabs machen wollen. Also ein Stock für mich, sehr gut. Und ein Setzling, sehr schön. Die Blumen sind, glaube ich, auch mehr geworden. Ich glaube, ich hatte 3 gepflanzt, ne?
So. Dann wollen wir ja mal gucken. Ne, Cobblestone machen wir, ne? Wir brauchen Cobblestone. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Müsste passen. Ups. Die wichtigsten Steine im ganzen Let's Play. Da kann man nie zu wenig von haben. Oder zu viel von haben. Das ist zu viel von haben. Ich will nochmal erwähnen, ich wurde heute Morgen unsanft durch massiven Baulärm geweckt. Ansonsten läuft. Läuft. Guck mal, so viele brauchen wir gar nicht mehr. Es waren jetzt drei noch. Zwei noch, ne? Zwei noch. Zwei noch. Oh, zwei noch. Zack. 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 Und Treppe. Zack. Ja, ich glaube, hier machen wir tatsächlich auch irgendwie zu mit Bäumen, dass das Haus wirklich ja am Rand, wirklich komplett am Rand von dem Wald ist. Oder so ein bisschen drin sogar im Wald. So, hier fehlt auch noch eine. Und hier fehlt auch noch eine. Und die wollen wir auch noch mal eben kurz nachschieben. Zack. Zack. Und nun ist das gut, ne? Jetzt haben wir alle... alle aufgefüllt. Sehr schön. So. Ho, 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 ho. Jetzt brauchen wir ein paar Slabs. Ist ja nicht schlimm. Wir können da so viele Slabs machen, wie wir wollen. Im Zweifelsfall, wenn es zu viel sind, dann ist es halt so. Dann können wir sie wieder wegmachen. Dann... nein. Nein, 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 nein. Wäre natürlich auch eine Variante, aber nein. Wir wollen ja hier wirklich Gänge haben, die wir auch nutzen können. Das heißt, wir setzen das hier in die Oberkante und haben dann hier zwischen und können dann hier zu den Bäumen hoch. Und wenn dann Äste rüberwachsen oder Äste, sage ich hier, wenn Laub rüberwächst, kann man da hoffentlich dann auch drunter durchgehen. Da. Ja doch, hat einen Moment gedauert, aber das ist mir zu blöd. So geht's schneller. Und zurück das Ganze. Ja. Und nochmal das Ganze. Ah, es ist hier. Da war Gras oder sowas, ne? Ja, da war Gras. So. Und dann wollen wir hier auch nochmal eine Reihe durchziehen. Und wie gesagt, dadurch, dass das Slabs sind, kriegen die von der Seite auch so ein bisschen Beleuchtung und ich glaube, das ist dann schon in Ordnung. Gerade, dass er das eben dann da jetzt nach links runter nicht durch die Wand durchscheint. So, guck mal hier. Dann haben wir nämlich hier, das ist schon mehr oder weniger fertig. Ups. Und so sieht's dann halt aus, ne? Es ist halt eine Farm. Und eine Farm ist industriell. Und industriell hat eben Betonfliesen. Das ist halt so. So, zack und zu und hier auch noch zu. Wie gesagt, was da jetzt drunter liegt, das ist ja zu, das ist ja okay. Ah, aber das ist nicht okay. War da auch noch einer? Wollen wir hier nämlich wieder ansetzen. So. Mal du Kuh, du kommst hier auch rein. Und frisst schon wieder meine Steine. Ah, wenn's schmeckt.
komm, Junge. Die ist da jetzt auch einer weg gewesen? Ne, ist nur die beiden gewesen. Gut, so, zack, zack, wieder zu. Zack, zack, zu. Und hier auch wieder zack, zack, zu. Und dann, so. Und weiter geht's. Und hier auch noch zu, so. Ja. So, das war das Thema Baumfarm. Ich hoffe, meine Idee funktioniert, ne? Die Bäume wachsen hier zwei hoch und dann haben sie hier oben dann, da haben die ja, also die haben ja nicht nie ganz unten irgendwie Blätter. Das heißt, also sie wachsen hier ein und haben da drüber dann Blätter. Das heißt, man kann hier immer unter den Baum durchlaufen. Und sie stehen auch gut auseinander. Nur dass eben diese Vierer drumrum, die können sie ja hier bauen und dann haben sie immer noch einen dazwischen. Und ob das Laub sich dann gegenseitig behindert, das ist ja dann eigentlich relativ egal. Weil breiter als das, so hier in der Breite, hier diesen Vierer werden die ja auch nicht. Also von daher ist das, glaube ich, schon gar nicht mal so eine blöde Idee mit der Baumform, so wie sie jetzt ist. Ich überlege gerade, ob man so designmäßig hier auf diese Dinger hier so Slabs drauflegen kann. Ich lege das mal drauf. Es wird halt eben dieses... Naja, es wäre diese Bodenfliesen irgendwie, ne? Das... Oder ob man da Holz-Slabs drauflegen kann. Ich mache sie erstmal wieder weg hier. Wir gleich mal. So. Das heißt, es wird schon wieder Nacht. Aber das ist gar nicht mal so blöd, weil da kann man nämlich gleich mal gucken, wie das von oben aussieht, wenn das beleuchtet ist. Ah, wir schauen gleich mal. So, die kommen weg. So, dann kann man nämlich hier eigentlich mal wieder entsorgen. Funktioniert die nicht mehr oder ist die voll? Es ist mir egal, wir schmeißen das da jetzt einfach rein. Irgendwann, wenn sie wieder funktioniert, nimmt sie das schon mit runter. So. Einmal müssen wir gleich auch nochmal gucken. So, das machen wir mal hier. Mal neu sortieren. Zack, 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 zack. Eimer auffüllen, ganz wichtig. Ohne Eimer ist nur das halbe Leben. So. Da am Schraubendreher weg. Die Äxte machen wir mal eben zu einer. Schaufel, Schraubendreher weg, Replacer weg. Ein bisschen Erde für warum auch immer. Und die Fackeln und das Essen, sehr schön. Ja, guck mal, man sieht sie von unten schon so ein bisschen durchschimmern. Hier, das ist ja das normale, das Licht, was kommt. Und dann gehen wir mal aufs Dach. Oh ne, wir gucken vom Turm aus. Oh ja, man sieht so ein bisschen, sieht man hell. Also sie ist auf jeden Fall taghell beleuchtet. Ich glaube, meine Sorgen von wegen, dass sie nicht vernünftig beleuchtet ist, das ist hinfällig. Die ist vernünftig beleuchtet. Es ist hell. Kann da mal schnell hinlaufen. Und mal gucken, wenn man dann direkt dran steht. Ja, die ist auf jeden Fall hell genug. Ich glaube, den Bäumen ist es egal, wie hell das ist. Es wäre, wenn, dann wahrscheinlich eh zu dunkel. Aber guck mal hier, ja, guck mal. Wenn hier jetzt noch überall auch noch Slabs wären. Die ist hell genug, die Baumfarm. Definitiv. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gut.
gut, dann, kommst du denn hier angerannt? So. Dann bestücken wir die Baumfarm mal und dann können wir nämlich zum nächsten Mal. Jetzt haben wir 5 Folgen. Dann war tatsächlich schon Weihnachten. Oh, frohes Fest, wenn es nicht schon gewesen ist. Guten Rutsch, alles Gute. die liegen ja oben. Hatte doch irgendwo noch so einen ganzen Happen voller Setzlinge gehabt, ne? Ach ja, stimmt, die kann ja gar nicht funktionieren, weil wir ja hier alles abgerissen haben. Da ist der Happensetzlinge gewesen. Sehr schön. Gut, und damit wäre die Baumfarm dann produktiv. So. Ja, hier den Aufstieg, da müssen wir mal gucken. Und neu bestücken. Ja, kann ja drüber laufen. Zack, ups. Gut, das ist, glaube ich, das Einzige, was ein bisschen nervig ist. Aber das ist halt so. So. So geht's. Und die letzte Reihe und dann haben wir es eigentlich. So. Ja, das ist die Baumfarm, die neue. Sieht doch allerliebst aus. Ja, hier unten, da kann man eigentlich auch ein paar Bäume drumherum machen irgendwie. Und dann kann man es da ja irgendwie hinschlängeln, das ist ja kein Problem. Und hier von oben. Also es ist weit genug weg, dass es das hier nicht mit den Bäumen in die Quere kommt. Das ist okay. Hier auch. Ne? Das ist alles schön von außen irgendwie. Die Bäume außen, die bleiben unberührt. Ich mache mir so ganz minimal Sorgen hier mit den Dingern. Und mit hier den Dingern, ob die nicht vielleicht irgendwie so ein bisschen Ärger machen könnten. Ansonsten, ja, wir ziehen den Wald dann vielleicht tatsächlich. Oder wir machen hier so 2-3 Bäume hin und dann ist das auch okay. Dass hier nicht so eine riesen, sondern eine riesen nackte Wand ist. Das ist so ein bisschen komisch, glaube ich. Ja. Hier vielleicht, ne, da ist schon einer. Doch, wir machen hier auch noch einen hin. Könnt ihr ihn wieder wegmachen. So. Ja. Wie gesagt, der Wald lässt halt hier so ein bisschen nach. Das ist weniger Wald hier. Vereinzelt so ein paar Bäume. Hier ein paar mehr, weil hier ist normal Wald. So, zack. Hier können wir schön alles zuballern. Dann ziehen wir das nämlich doch einfach noch eins höher hier. Dass wir hier wirklich genau bis zum Rand sind. Oder hier bis zum Rand. Na, gucken wir mal. Ne? Wir machen das erstmal so. Und da wir noch Setzlinge haben, gehen wir auch gleich mal nach hinten. Und ziehen den Wald hinten nochmal weiter rum. Er ist aber schon gut gewachsen bisher, auf jeden Fall. Ich glaube, da kann man echt nichts gegen sagen. So. Einfach planlos ein bisschen was hinpflanzen. Gucken wir mal, wie weit das dann wächst. Und das, was nicht wächst, das pflanzen wir dann halt woanders wieder ein. Ach, und hier müssen wir auch noch pflanzen. Na gut, okay. Ja, und hier können wir immer noch mal gucken, wie wir das machen. Und dann sollte es das doch tatsächlich für diese Folge, Aufnahmesession, 5 Folgen gewesen sein. 2 Stunden 31 mit hoffentlich... Fuck! Da sind die falschen Setzlinge gewesen. Oh nö! Das sind alles die falschen Setzlinge. Das sind alles... Das ist Default Sapling.
Default Sapling. Default Sapling. Default. 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 Oder war das nur der eine, der falsch war? Default. 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 Mach so stichprobenartig. Ah, guck mal, jetzt machen wir die Folge doch noch ein paar Minütchen länger. Ich will da jetzt mal lieber kein Risiko eingehen. Kontrolliere das lieber einmal alles. Und die Baumfarben, die gucke ich mir gleich auch nochmal an. Das wäre ja blöd, ne? Was wächst hier? Hier wächst Default. Hier wächst Default. Beziehungsweise, die werden hier so eng sowieso nicht wachsen. Sapling, Sapling. Alles normale Setzlinge. Jetzt habe ich natürlich nur vorne geguckt. Ich will kein Risiko eingehen. Ich will es nicht, dass das alles kaputt geht. Jetzt haben wir hier lauter Dschungelbäume stehen. Das ist halt auch scheiße. Die müssen wir alle wieder abholzen. Sapling, Sapling, Sapling. Sapling, Sapling, Sapling. Das sind alles die normalen Saplinge, ne? Wie heißen denn die? Guck mal hier, der heißt auch wirklich Dschungelbaum. Jungle Sapling, okay. Das sind alles normale. Und die Baumfarm. Junge, nimm den mit. Default Sapling. So, auf den ersten Blick würde ich sagen, so alles normale, ne? Default Sapling. Sapling. Ja, die sehen ja auch sonst anders aus, die anderen Saplinge, ne? Ja, dann war das tatsächlich nur der eine, der da irgendwie komisch war. Junge, ich wollte die Folge beenden. So. Aua. Kann ich denn jetzt die Folge beenden? Schon, oder? Ich glaube, jetzt haben wir soweit alles geschafft. Hier mit den Dingern, was man hier drauflegen kann, dass das so ein kleines bisschen erhöht ist. Da gucke ich nochmal. Baumfarm können wir dann ja wachsen lassen. Ah, guck mal, hier, da haben wir schon den ersten Baum. Und wie gesagt, 4x4 und ja, hier steht er halt über und jetzt kann ich nämlich gleich mal testen, was passiert, wenn ich hier jetzt den abhole. Der holt den Baum ab. Gut, aber der holt nicht die Dinger ab. Okay, einwandfrei. Ah, Gott sei Dank. Huh! Da kommen wir dem Kram doch hier mit einem positiven Ergebnis beenden. Ist ein bisschen schlimm angefangen. Tut mir leid, aber meine Stimmung war nach dem ganzen Audio-Scheiß dann doch so ein bisschen unten. Jetzt haben wir hier so einen blöden Setzling, mit dem wir irgendwas machen können. Ja, aber es ist doch jetzt ein erfolgreiches Ergebnis gewesen. Wir haben die Baumfarben umgesetzt. Ja, wir haben die Baumfarm umgesetzt. In auch nur 5 Folgen. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich als nächste Folge so als Kontrastprogramm mal wieder eine Höhlentour machen vielleicht. Oder mal wieder hier an den Gebäuden weiterbauen. Ja, wir müssen also langsam mal so... Ach, guck mal, da ist der nächste Baum gewachsen. Wir müssen also langsam mal gucken, dass wir vielleicht hier oben uns Richtung ja, Burg oder Festung orientieren. Oder halt hinten zum Dorf. Oder wir müssen hier den Stromkram endlich mal fertig bekommen. Ja, das wäre dann ja hier wieder das Holzfällerhaus, wo wir dran arbeiten. Aber das gucken wir uns dann bei der nächsten Aufnahmesession an. Und hier das komische Podest muss auch noch gebaut werden. Aber
Das können wir in der Zukunft mal klären. Ich wünsche euch auf jeden Fall wahrscheinlich ein frohes Fest, einen guten Rutsch und dann sehen wir uns bei der nächsten Aufnahmesession. Haut rein. Tschö.